Wir sitzen jetzt hier im Auto und warten. Weil Thore möchte wissen, ob er ein Paket bekommt. Der Postbote ist aber nicht da. Ja, dann braucht er aber nicht ein zweites Mal kommen. Spart alles. Morgen! Ich bin heute bei der Stadt Köln und oft sind das ja so Gänge, die man nicht so gerne macht zur Stadt. Da hört man immer irgendwelche Horrorgeschichten, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte bis jetzt hier immer nur sehr gute Erfahrungen. Und ich hoffe, heute wird es genauso sein, aber schauen wir mal. So, herzlich willkommen bei der Stadt Köln. Das war's schon, das war mein Termin bei der Stadt Köln und alles war total easy und entspannt. Was soll ich sagen? Jetzt, wie gesagt, vorher habe ich so viel gehört, dass das bestimmt alles ganz, ganz schwierig ist und da kann man gar nicht mit den Leuten reden und so. Also ich habe ganz normal gerade mit jemandem sehr nett geredet und es war ganz easy. Ich glaube, das ist oft auch wieder so ein Ding, wie man in den Wald hineinruft, ne? So schallt es heraus. Also alles cool, hoffentlich geht es so weiter. Das Projekt, das wird aufregend. So, jetzt Kaffee trinken. Hast du ja angekriegt? Ja. Gibt es einen Birkenaufguss? Ja, genau, Sauna. Jetzt in 20 Minuten ist sie heiß. Und jetzt mache ich noch einen schönen frischen Birkenaufguss, da kommt jetzt warmes Wasser drauf. Den wir dann mitnehmen können nach draußen, denn das Beste habe ich noch nicht erzählt. Unser Ritual ist immer, dass man nach der heißen Sauna wir uns erstmal draußen im Freien nackig duschen und richtig schön kalt, nämlich wirklich. Richtig arschkalt. Oh Gott. So. Denn jeder wird vom anderen Eimer mit dem Schlauch schön abgespritzt. Und das ist sehr kalt, aber dafür ist man dann auch richtig fit. Und deswegen gibt es als Belohnung danach zum Aufwärmen nochmal. So, das brutzelt hier schon schön. Und da kommt der Aufgussmeister. Herein, Aufgussmeister! Das filmen wir jetzt nicht. Wir haben den Tee dabei, aber wir haben unsere Saunatücher vergessen. Dumm wie Brot sind wir, ne, Rudi? So, abgeduscht ist er jetzt, der Thore. Und jetzt wandeln wir durch den Wald. Übrigens mit Jana April gibt es ab 59 Euro 3 Geschenke eurer Wahl. Naja, wartet aber erstmal, ich gucke erstmal, was schmeckt. Und? Oh, der ist so lecker. Ist da irgendwas drin? Ich komme gerade aus der Sauna. Und jetzt bin ich frisch. Jetzt sind wir wach. Der ganze Wald. So, es ist wieder morgens. Es ist Saunazeit oder es war Saunazeit und ganz viele haben gefragt, was das denn eigentlich für ein komisches Fass ist bei uns im Garten. Und das ist unsere Sauna. Eine finnische Fasssauna. Ich nehme euch jetzt mal mit rein, auch wenn ich nicht mehr sauniere. Aber das ist total geil. Hier unten wird ein Feuer drin gemacht. Da ist jetzt nur noch Glut. Und dann sitzt man hier drin und guckt in den Wald. Rudi bringt einem netterweise Schuhe, weil es so kalt ist. Danke, Rudi. Sehr freundlich. Ja. Und dann machen wir mal hier so einen abgefahrenen Aufguss. Hier liegen überall Birkenbüschel rum. Die werden dann im warmen Wasser eingelegt. Und dann gibt es einen Birkenaufguss. Ist angeblich sehr gut für die Haare. Ja, und dann geht's draußen in den Wald.
damit kalt geduscht, das Schreckliche daran. Aber hier die Sauna. Wir haben die schon, ich glaube, 6 Jahre oder so. Werbung aus Überzeugung wieder. Finnart heißen die, www.finnart.de. Super Ding. Jeder, der einen großen Garten hat und interessierte Nachbarn, der sollte das auf jeden Fall machen. So, und jetzt beginnt der Tag. Schöne Grüße aus dem Sauerland. Übrigens, jetzt kommt wieder ein Werkstatt-Talk, ein serious Werkstatt-Talk. Also wenn jemand auf sowas keinen Bock hat, dann direkt jetzt weg. Ne? Weil ich lasse ja im Moment mein altes Schätzchen, mein G, hier komplett neu aufarbeiten. Und guckt euch das an, wie er jetzt gerade aussieht. Ich besuche ihn gerade hier in Brilon und er ist wirklich komplett auseinandergeschraubt. Alles ist... was hier alles dran ist, irre, aber mega Sachen. Ich zeig euch das mal. Hier waren tatsächlich, der ist halt 30 Jahre alt, ne? Und hier waren ganze Ecken einfach abgerostet und weggerostet. Und ja, bei so einem alten Auto muss man dann tatsächlich hier mit Handarbeit neue Sachen machen und was weiß ich alles. Und das wurde jetzt hier schon gemacht. Ganze Teile wurden von Hand neu gebaut, hier Sachen verzinnt und so. Das, ja, wer sich damit auskennt, der weiß, das ist, kostet viel Zeit und das muss man richtig machen, weil sonst, ja, sonst macht man es irgendwann nochmal. Zum Beispiel auch hier, hier wurde diese ganze Ecke, das sieht alles jetzt so normal aus, aber die wurde komplett neu gebaut. Oder hier hinten auch, das ganze komplette Abschlussblech wurde hier komplett neu eingesetzt. Ich werde bald jetzt mal ein Video machen und dann wird der ganze Wagen mal vorher, nachher. Das ist echt spannend. Also für die Leute, die es interessiert, wer jetzt eher so in Sachen Schminke unterwegs ist, den interessiert das vielleicht nicht so. Aber, obwohl das viel auch damit zu tun hat, das ist ähnlich. Weißt du, wie so eine Renovierung von so einem Gesicht. Nur ohne Botox, dafür mit guten anderen chemischen Lacken und Sachen. Das war's. Jetzt bin ich wieder zu Hause und trinke ein schönes Glas Whisky übrigens und habe mir gedacht, es geht ja jetzt bald Richtung Lackierung von dem G und da gibt es doch bestimmt ganz viele Ideen, die ihr da draußen habt, vielleicht, was man da machen kann in Sachen Styling, weil im Moment soll der sandbeige matt werden, also das heißt auch Libyan Sand oder so. Habt ihr Ideen? Ein ganz normaler Morgen bei uns. Hier ist mein Platz. Ich schminke mich. Hier ist der Platz von Thore. Und was machst du da? Fußnägel schneiden. Nein, meine Fingernägel schneiden. Das ist so sexy. Und was macht Rudi da? Gehst du mal schön stöbern hier? Ertappt! Willst du irgendwas? Können wir dir helfen? Ja, da, sorry. Instagram. Ja, beste, ne? Oh. Beste Leben, Instagram. Wie talentfrei die Frau ist. Das sind zwei. Thore würde eins haben, so würde sie den. Heute hauen wir richtig rein. Ja, die Algen heute, Algen. Algen. Geschenk. Oh. Nein! Echt jetzt? Ey, Thore Schölermann. Oh, danke. Wie heißt der Kiosk? Emre, beste Kiosk. Beste. Und die Adresse? Aachener Straße 66. Ah, juhu! Oh. Aber Kaubi zahlt den.
Deutsch war Get the Fuck Out of My House. Und natürlich auch mit meiner Kollegin. Hallo. Ja, also Leute, ihr müsst... Ich erinnere mich, wir waren beide verdammt cool. Doch erinnere dich, dachte ich, später ich wurde. Immer ich, dachte ich, zu alles zu sehen. Ich war was immer ich, machte für mich irgendwie. Mit dieser Philosophie zu Boah, danke, Freunde, dass ihr mich befreit habt. Wo ist mein Essen? Schnell! Welches Essen denn, Bröckchen? Naja, was ihr mir mitgebracht habt. Schließlich war ich in der Gewalt der Entführer und... Moment. Ihr habt nichts zu essen dabei? Das könnt ihr doch nicht machen. Wie lange... Mal vorbeigucken. Da könnt ihr auch schon mal sehen, wer so einzieht und vor allem auch, welche Promis bei uns einziehen. Das ist sehr unterhaltsam. Und ich versuche jetzt hier mal diesen komischen Trailer hochzuladen. Leute, schöne Grüße aus dem Taff-Büro. Ja, morgen passiert was Großes. Eine neue Staffel. Get the fuck out of my house. Staffel Nummer 2. Und wir haben jetzt sogar eine Instagram-Seite. Leute, wir müssen noch den Insta-Trailer machen. Ach du Scheiße, nee, komm, ey, wirklich. Okay, pass auf, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig fett. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Hater. Wir möchten uns an dieser Stelle von dem Format Get the Fuck Out of My House, welches auf dem Sender Pro7 heute Abend um 20.15 Uhr startet, ausdrücklich distanzieren. Ja, es war nicht unsere Idee, 100 Menschen in ein Haus von nur 63 Quadratmeter Größe zu packen. Plus Promis. Tja, wir beide sind nur die Moderatoren, die dem Ganzen einen seriösen Rahmen verschaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Schöne Grüße aus dem Taff-Studio. Hier, Frau Carpendale ist gerade beim Fotoshooting und ich wollte hier noch ein bisschen Werbung machen, denn heute Abend startet Get the Fuck Out of My House, zweite Staffel, heute Abend um 20.15 Uhr. Und wer letztes Jahr schon dachte, ey, das kann man doch nicht machen, was Pro7 da macht, 100 Leute in ein 63 Quadratmeter großes Haus, der wird tatsächlich heute Abend wahrscheinlich sprachlos sein. So sieht es nämlich aus. Also, heute Abend Get the Fuck Out of My House mit meiner bezaubernden Frau und 101 Kandidaten, die einziehen. Das wird lustig. Ach, das ist ja nicht Rekord. Vor einer halben Stunde habe ich noch im Taff-Studio gestanden und jetzt sitze ich schon fast im Flieger, denn gleich geht's los. 20.15 Uhr, also ich habe noch gut eineinhalb Stunden Zeit. Man startet. Sagen, das ging den Zuschauern auf den Sack. Stimmt. Schnutzi, putzi, putzi. Noch weniger. Wir gucken jetzt in der Kölsch-Bar Get the Fuck Out of My House und natürlich auch mit meiner Kollegin. Hallo. Ja, also Leute, ihr müsst eine Sache machen. Ihr müsst unbedingt twittern. Und Hashtag ausziehen und Get the Fuck. Ne? Das ist wichtig, weil das sehr lustig ist. Wir müssen mal gucken, was da so abgeht. Also schöne Grüße und wenn ihr Bock habt, kommt doch mal hier vorbei, Kölsch-Bar. Bis zum nächsten Mal. Tachchen! Ja, ich bin wieder in München. Gleich geht's weiter mit Taff und gestern erste Folge Get the Fuck Out of My House ist phänomenal gelaufen, wirklich grandios. Da freuen wir uns erstmal riesig. Und jetzt kommt das Abgefahrenste. Ich glaube, ich habe die schönste Kritik für meine oder unsere Arbeit gelesen, die ich, glaube ich, bis jetzt bekommen habe. Ich zeige euch das mal. Wir schwanken zwischen Genialität und Peinlichkeit.
Gut, genial, hat mich jetzt nicht überrascht, tatsächlich, dass das da so gesehen wurde mit der Peinlichkeit. Ja, gut, ja, das ist natürlich ein schmaler Grat und wir waren uns nicht zu schade, da auch manchmal selber uns zum Affen zu machen. Und deshalb, danke DWDL, ihr habt alles verstanden und das gut analysiert. Bin ich nicht romantisch? Da war sowas von? Das war nur meine Idee. Bestimmt gar nicht. Von der netten Verkäuferin natürlich. So, heute bin ich mal in der Kantine von ProSieben. Willkommen. Und ihr müsst jetzt einmal bitte entscheiden, was ich essen soll. Einmal Geflügel, ein Topf, hausgemachte Pasta gibt's dazu. Oder wir haben hier mariniertes Schollenfilet mit Salat. Oder wir haben Risotto. Hier gibt es Risotto mit Thymianwürfel und Lachs oder ein Salat oder Pizza. Was isst du? Qual der Wahl. Was isst du? Ich weiß es nicht. Sag es jetzt. Ich glaube Risotto. Du? Sag ihr jetzt. Ist das komisch, wenn Stefanie 5 Minuten darüber spricht, ob der Aufsatz zu kurz oder so lang ist und dann hinten an meinem Kopf anfängt, mir meine Haare abzuschneiden. Super. Ich wollte erstmal testen, ob es scheiße aussieht. Und sieht scheiße aus? Nee, geht. Gut. Dann lachen sie. Also. Nee, es schaut echt gut aus. Ja, ich bin auch. Gell? Bist du auch, oder? Ja. Heute gehen wir zum Friseur. Schnipp, schnapp. Das ist weiter kein. Auch andere lieben und die Welt wird morgen schöner sein. Alle Faschos sind. Da stöbere ich hier gerade durch die Katakomben von ProSieben mit meiner neuen Frisur. Und was sehe ich da? Alex, wir haben jetzt Pappaufsteller von dir hier. Guck dir das an. If I take off this makeup, would you love me the same? If I wasn't made up, would you look me in the face? Yeah.